Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Doom 3 Resurrection of Evil. In der letzten Folge haben wir diesen wunderschönen Charakter da vorne ausgeschaltet, weil wir Saft brauchen für einen Teleporter in den Phobos Labor, damit wir in die Hölle kommen, damit wir dieses wunderschöne Artefakt dort absetzen können. Allerdings scheint das Reaktor-Dingsbums-Gedöns da nicht gereicht zu haben. Für von wegen Strom aktivieren, und deswegen sollen wir jetzt noch ein bisschen warten. Und die hatte diese McNeil, die meldet sich bei uns und ja, soweit ist, genau. Genau, ach so, die Lebenserhaltungssysteme sollen wir auch noch herunterfahren. Was natürlich unpraktisch ist, wenn da plötzlich nirgends mehr Sauerstoff ist, aber ich bin ja kein Experte. Gut. Dann fahren wir die Lebenserhaltungssysteme halt auch noch runter. Wer braucht die schon? Oh. Mann, das kommt mir fast exakt genauso vor wie das in den Delta Labs. Wow, da war ja eine echte Menge Party gerade. Geht's dir gut, kleiner Roboter? Ja, bester Moment zum Speichern, ne? Meine Fresse. Das ist exakt wie im ersten Dritten. Da gibt es ja genauso eine Szene, wo du so Roboter durch die Gegend rennst. Und die ganze Zeit die Viecher spawnen. Heieiei. Meine Güte, das ging doch gerade noch mal gut. Der Roboter ist nicht kaputt gegangen. Cool, das verschwimmt sogar so ein bisschen, weil das Glas nicht hundertprozentig eben ist. Das ist cool, das ist ein geiler Effekt. Auch wieder so eine Kleinigkeit, die einfach schön ist. Manchmal ist das Gefühl, dass bei modernen oder neuen Spielen in Anführungsstrichen solche Kleinigkeiten einfach vergessen werden. Und es den Leuten einfach nur nicht auffällt, weil sie von der restlichen Grafik so überrascht sind. So, ja, draußen war nämlich noch was, was ich gerne mitgenommen hätte. Mir ging es nur darum, ein bisschen Sauerstoff zu organisieren. Memme. Oh, krass.
krass knappe Sache. Gut, dass ich die Tür direkt wieder aufgemacht habe. Als ich da drin war, um kurz wieder Sauerstoff zu tanken, du. Das war ja Klaus. Die hätten einfach fast rumgeschossen. Frachttunnel. Das kann ja nur gut werden. Ist die Lebenserhaltung abgeschaltet, bleibt nur wenig Zeit, den Teleporter zu aktivieren und nach Delta zu wechseln. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich bin mir mehr denn je sicher, dass Betrüger hinter der Sache steckt. Er versucht noch aus dem Grab verzweifelt nach der Macht zu greifen. Sie müssen dem ein Ende setzen. Ich befürchte aber, dass Betrüger semi-erfolgreich wird. Oh nein, unser Essen. Wunderbar, waren auch nur drei Hellen als. Warum die Panik? Ich mag den ihre Lichteffekte, das ist einfach richtig cool gemacht. Okay, das Geräusch ist merkwürdig und ich kann es nicht zuordnen. Wer schießt denn da auf uns? Kurz speichern, wenn immerhin wieder Hände und die Typen hier überlebt. Okay, ich bringe die Kisten einfach durch die Gegend, weil das Vieh das spawnt. Pfui! Heilungssysteme. Kurz alles vollpumpen, wir wissen ja nicht, was passiert. Warnung, Abschaltsequenz, Lebenserhaltung, an das Personal. Phobos-Labore unverzüglich evakuieren. Es gilt Evakuierungsverfahren 4. Suchen Sie die Sicherheitsaufsicht auf, wenn Sie Hilfe brauchen. Hilfe, ich ersticke. Achtung, an das Phobos-Personal. Skywalk. Skywalker. Luke, ich bin dein Vater. Nein, eigentlich bin ich irgendein Typ, der bei der falschen, beim falschen Unternehmen angeheuert hat. So, schön. Okay, auf zurück zu Labor Nummer 1. Das war ja gar nicht ganz so schwierig. Marine, bitte melden. Melden Sie an Marine. Marine, ich habe soeben massive Energiefluktuationen in Delta aufgeschnappt. Eine Art Fluktuation, die ich Sie noch nie gesehen habe. Da stimmt was nicht. Fast so, als würde die ganze Anlage in ein elektrisches Nest hinein und hinaus. Sie hätten echt einen Lautstärkeregler für diese Funkübertragung einbauen müssen.
Die Computerstimme ist lauter, als wenn die Tante uns direkt anfunkt. Alter, was ist das für ein Scheiß? So. Den haben wir da gefunden. Wir haben hier Ron Jolson. Und ich arbeiteten eine Doppelschicht, um die Ausgabe und Daten der letzten Woche zusammenzustellen. Lief entspannt, denn wir hatten das letzte Woche schon gemacht, als sie fertig waren. Da kurz abkommandiert wurde und der neue Aufseher die Reporter nicht finden kann, ist es wohl weniger Arbeit, uns das noch einmal 14 Stunden lang machen zu lassen. Was soll's? Ich kann mich auf ein hartes Bett, mieses Essen und ein paar übermüdete Zahlenschubser freuen. Morgen analysieren wir die neuen Daten, endlich etwas Neues, auch wenn die ganze Mission nie etwas Aufregendes zutage fördern wird. Wissenschaftler Ron Jolson, Ende des Logs. Boah, total überhaupt nicht aufregend, wahrscheinlich bist du einfach direkt gestorben. So, John, was hast du so für E-Mails geschrieben? Ron, Entschuldigung. Was haben wir denn hier? Victor, du hast spektakuläre Entdeckungen gemacht. Etwas in der Art habe ich noch nie gesehen. Halte die Augen nach weiteren Fragmenten offen. Wie es scheint, fehlt uns nur noch wichtige Informationen. Ja, zum Beispiel, dass dann die Hölle aufgeht. Ron, komm bitte so bald wie möglich ins Erberus-Labor. Es gibt viel zu besprechen. Dr. McNeil, Dr. McNeil. Ich habe mir die Teile angesehen, die letzte Woche gesammelt wurden, und lasse sie jetzt ins Artefaktlager schicken. Ich werde einen umfassenden Bericht erstellen, der Ihnen morgen, allerspätestens übermorgen, vorliegen sollte. Viele Grüße, Ron. Soweit ich weiß, standen Sie mit Dr. Karkov in Kontakt. Wir erwarten Sie in Kürze im Erberus-Labor. Ich glaube, dass Sie von den neuesten Entdeckungen von Dr. Karkov und Dr. Cloud begeistert sein werden. Guck mal, Dämonen, du bist tot. Ja, so stelle ich mir das vor. Lebensbedrohlicher Sauerstoffgehalt. Temperatur minus 20 Grad und fallen. Hier drin oder draußen? Hilfsenergie kritisch. Zur nächsten Überlebensstation begeben. Sagt sie, während ich in aller Ruhe rumrenne und nicht sterbe. Hauptreaktor offline. Lebenserhaltungssystem offline. Hilfsenergie niedrig. Hauptreaktor umgehend wieder hochfahren. Ja, die Tram. Achtung. Sinkt. Temperatur minus 14 Grad und fallend. Hilfsenergie niedrig. Ist die Tür schon immer offen? Das war keine schöne Überraschung. Macht definitiv mehr Damage, wenn man das drin hat, das Ding. Okay, hier gab es noch ein paar kleine Kleinigkeiten einzusammeln. Ein bisschen Munition. Kannst du bitte nachladen, wenn nicht dein Leben davon abhängt? Hauptreaktor offline. Lebenserhaltungssystem. Das war jetzt überraschend. Hilfsenergie niedrig. Die Frage, ob das bisschen Munition das jetzt wert war. Achtung. Hauptreaktor offline. Lebenserhaltungssystem offline. Muss ich hier überhaupt lang? Hilfsenergie niedrig. Hauptreaktor umgehend wieder hochfahren. Oh, die Schirm ist eh aus. Das heißt, das war sogar der richtige Weg. Hauptreaktor, oh Mann. Lebenserhaltungssystem offline. Hilfsenergie niedrig. Ja, das ist doch der. Ach nee, das ist gar nicht. Die Plasmakanone. Temperatur minus 20 Grad und fallen. So, kurz speichern, weil ich meine, ein bisschen was haben wir ja dann doch überlebt. Okay, wir können eine Leiche, die vor sich hin zischt und wispert. Achtung, Hauptreaktor
offline. Lebenserhaltungssystem offline. Doof. Kritisch. Zur nächsten Überlebensstation begeben. Temperatur minus 14 Grad und fallend. Hilfsenergie niedrig. Ist er tot? Temperatur minus 14 Grad und fallend. Hilfsenergie niedrig. Lebensbedrohlicher Sauerstoffgehalt. Okay, hier haben wir schon mal. Ach, je, das wäre schon mal wieder schief gegangen. Da dachtest du gerade, das wären nur zwei gewesen, dann waren es drei. So eine Schweinerei. Ja, Computerstimme, wir haben es verstanden und wir haben 94 Leben und ich speichere gleich nochmal, weil Baum. Das. Ah ja, Phobos Labor, da wo wir eigentlich hin wollten ursprünglich mal. Ach so, ja, diese Tür ist das jetzt, die offen war. Interessant. So, zwar nicht so überragend, was wir erreicht haben, aber wir sind auch nicht gestorben. Hätte weitaus schlimmer kommen können. Okay, sieht aus, als wenn man da runterfallen könnte und sich wehtut. Fast ein Archie ist, weil das Ding auch so Feuer spuckt. Ich weiß nur die Archies gemacht haben. Okay, die Tür ist jetzt zu. Ich habe nicht angefangen, Viecher zu spawnen. Liegt so viel zum Essen rum für unseren kleines Artefakt. Ach, guck mal, hier kommen wir raus. Ja, ja, klar, natürlich. Wo denn auch sonst? Das Ding ist wieder voll. Das ist doch gut. Upp, einmal speichern. So.
Können wir jetzt nochmal hier den Teleporter aktivieren? Nervensäge. Nein, nicht nochmal was zu essen. Schade. Tja dann, auf ins Verderben. Oh, kein Teleport sind ausgewählt. Haben wir natürlich die Hälfte der Arbeit gemacht. Plattform 1, ausgewählt. Auf geht's. Wow! Sugar freut sich auf jeden Fall, dass wir vorbeischauen. Data Labor. Data Labs. Ist ja nicht so, dass wir den schon mal gewesen wären. Im ersten von den dreien. Das sind meine eigenen Schüsse. So die BFG fucking 2000, 3000. Was mache ich denn mit der Waffe? Die muss natürlich nachgeladen werden, so eine Scheiße. Ach, die Delta Labs, die war letztes Mal schon nicht cool. Aber ich sehe, dass wir am Ende der Zeit angekommen sind. Da wir gerade, glaube ich, Ruhe haben, würde ich sagen, für die heutige Folge, vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir lassen uns in der nächsten Folge in den Data Labs weiter in den Arsch treten und suchen dann das Portal zur Hölle, um es zu schließen. Ich überlege gerade was. Ganz am Anfang. Allerersten Level, wo wir das Ding sammeln. Da geht das so ein komisches, rundes, rotes Portal auf. Also, das Portal selbst ist nicht rot, sondern dieses Teleporter-Ding in der Mitte ist rot. Wo das allererste von diesen komischen Artefaktwächter-Dingern rauskam. Wieso sind wir da nicht rein? Sind wir da rein? Nein, sind wir nicht rein. Konnten wir da nicht rein? Ach, wir konnten da nicht rein. Da war ein riesiges Loch im Boden. Vergiss es. Weil ich dachte mir gerade so, warum machen wir uns die ganze Mühe, jetzt hier quer durch die Halvalachei zu watscheln? Wenn wir einfach das Teleporter-Ding ganz am Anfang hätten nehmen können, oder das Portal, oder wie auch immer man das nennen möchte. Naja. Das sind alles Fragen, mit denen können wir uns nächste Folge auseinandersetzen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.